Guten Tag, mein Name ist Mirjam. Wir befinden uns hier im Museum Kloster Zeven, das unter anderem den fotografischen Nachlass des Heimatforschers Hans Müller-Braul verwaltet. Da im letzten Jahr hier in Zeven das niedersächsische Landestrachtenfest ausgerichtet wurde, haben wir uns das zum Anlass genommen, einmal die Trachtenfotografien, die Hans Müller-Braul um 1900 in dieser Region angefertigt hat, noch einmal in überarbeiteter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So, hier sehen Sie besagten Herrn Müller-Braul, der sich hier von einem professionellen Fotografen hat ablichten lassen, und zwar zusammen mit seinem Fotoapparat und auch mit seinem Stativ. Und hier haben wir einen Fotoapparat, den er auch verwendet hat, und dabei auch die Trockenplatten mit den Glasnegativen, die verwendet wurden damals, um die Fotografien anzufertigen. Hans Müller-Braul hat für seine Fotografien auch häufig seine eigene Familie als sozusagen Models benutzt. Und hier sehen wir Anna Müller, seine Mutter, in damaliger Tracht. Daneben haben wir seine Familie bei der Heuernte. Und man kann sehen, dass obwohl die Leute bei der Arbeit sind, sie relativ aufwendig gekleidet sind. Das hängt auch damit zusammen, dass bei der Ernte dann nicht nur die gewöhnliche Arbeitstracht angezogen wurde, sondern auch etwas Feierlicheres. Hier haben wir das Schulhaus in Braul, in dem der Vater Hans Müller-Brauls als Lehrer bzw. Schuldirektor gearbeitet hat. Und davor steht seine Schwester mit einem kleinen Karren. Ja, und damit haben wir halt auch einen Beleg dafür, wie Hans Müller-Braul damals gelebt hat, wie die Familie damals gelebt hat. Und hier neben mir in der Vitrine sehen Sie auch einige Trachtenhauben und Schleifen, die hier in der Region getragen wurden und bei denen man sehr schön sehen kann, wie filigran hier die Stickereien ausgeführt wurden. Ja, hier sehen wir eine junge Frau in Heslinger Kirchtracht. Natürlich wurde für den Kirchbesuch auch etwas Besonderes angezogen und nicht nur die Alltagstracht. Das sieht man auch hier an den schmuckvoll verzierten Bändern. Hier haben wir eine Bauernfamilie vor ihrem Haus abgelichtet. Und das gibt uns natürlich auch schöne Einblicke in die damalige Lebenssituation. Hier sehen wir eine Rader Mädchentracht und dieses Bild ist eigentlich so gar nicht authentisch, sondern diese Tracht wurde zu der damaligen Zeit gar nicht mehr getragen. Und Hans Müller-Braul hat unter viel Mühe aus alten Truhen diese Kleidungsstücke zusammengesucht und mit dieser Dame als Model das Ganze dann nochmal verewigt. Hier sehen wir den Hof Martens in Selsingen mit zwei Bauersfrauen. Und dieses Bild gefällt mir besonders gut, weil es etwas aus dem Rahmen fällt, eben weil es so natürlich wirkt und eine so alltägliche Situation darstellt, was für damalige Fotografien sehr unüblich ist. Hier sehen wir die Selsinger Brauttracht und da sieht man schon, dass die Brautmode damals etwas anders ausgesehen hat. Natürlich zu den besten Kleidungsstücken würden sehr aufwendige Verzierungen getragen, was den Kragen angeht, bestickte Bänder, Broschen und so weiter. Und am auffälligsten ist natürlich die Brautkrone. Hier kommen wir zu Bildern, die bei damaligen Trachtenfesten aufgenommen wurden. Und zwar, dies hier ist vom Adländer Trachtenfest 1905. Was man daran erkennen kann, ist, dass Hans Müller-Braul mit seiner Begeisterung für die alte bäuerliche Trachtenkultur nicht alleine war, sondern viele andere junge Leute das auch erhalten wollten. Wobei man sagen muss, dass einige dieser Trachten schon länger gar nicht mehr getragen wurden
und hier sozusagen nochmal, so wie die sich das vorgestellt hatten, zusammengestellt wurden. Aber man sieht hier schon den Übergang zur Folklore und nicht mehr zur authentischen bäuerlichen Trachtenkultur. Ja, das Gleiche hätten wir hier bei diesem Bild mit Ackerwagen. Ebenfalls eine Aufnahme vom Adländer Trachtenfest von 1905. Wie authentisch die Trachten sind, können wir auch hier nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr sympathisches Bild. Die Dame hier oben schält gerade einen Apfel. Gefällt mir ganz gut. Ja, hier haben wir eine Dame am Herdfeuer sitzen und Kaffee mahlen. Und hier haben wir auch eine sehr schöne Überschneidung der Themengebiete, die Hans Müller-Braul bearbeitet hat. Und zwar ging es ihm zum einen um die bäuerlichen Trachten, die langsam verschwanden im Zuge der Industrialisierung, aber auch die häusliche Einrichtung war davon nicht verschont. Und deswegen war es ihm auch wichtig, die Bauernhäuser ebenso fotografisch zu dokumentieren. Hier haben wir eine Tracht aus Bremen und diese seitliche Abschirmung war vermutlich da, um vor, gerade auch bei der Arbeit, vor Sonne zu schützen. Auch hier sieht man sehr schön einige Details der Stickereien an diesem Schulterband. Hier haben wir wahrscheinlich das prächtigste Bild, nämlich die Bückeburger Braut, die beim Scheseler Trachtenfest 1904 aufgenommen wurde und einen sehr reichen Schmuck aufweist, wie man hier sehen kann. Hier sehen wir ein Bild, das Hans Müller-Braul im Freundeskreis aufgenommen hat. Und man sieht hier auch schon, dass der Umgang mit der Fotografie hier etwas spielerischer wird in diesem Kreise. Und insbesondere sind die Sichtachsen hier sehr interessant, wen die Leute jeweils anblicken. Und da kann man davon ausgehen, dass das auch bewusst so komponiert wurde, das Bild. Man muss sich ja immer vor Augen halten, es gab damals keine Schnappschüsse. Die Menschen mussten einige Zeit stillhalten, bis das Foto auch angefertigt war. Und deswegen hat das alles auch seinen kompositorischen Aspekt. Ja. Das Gleiche gilt auch für das Bild hier. Hier hat er einige Bekannte, unter anderem den Maler Karl Holleck Weidmann, von dem wir auch ein Bild hier drüben ausstellen. Und zwei weitere Bekannte in hiesiger Tracht dargestellt. Und man sieht halt hier, dass das gerade auch eine spontane Szene darstellen soll. Aber in Wirklichkeit mussten die Leute natürlich einige Zeit dafür posieren. So, hier sehen wir eine Brauttracht aus der Börde Sittensen und man kann hier wieder sehr schön die feine Verarbeitung der Stoffe erkennen und auch die reichen Verzierungen und Stickereien. Was natürlich aus heutiger Sicht auch sehr interessant ist, dass die Brautmode damals größtenteils schwarz war und eben nicht wie heute weiß. Hier haben wir dazu noch eine Brautkrone. Die wurde nicht extra für jede Hochzeit angefertigt, sondern die wurde meistens in der Kirche verwahrt und dann dem Brautpaar ausgeliehen. Ja, hier haben wir eine Mädchentracht, ebenfalls aus der Börde Sittensen. Also hier etwas, was auch so im Alltag wohl getragen wurde. Und hier können wir natürlich auch die Farbigkeit erkennen, was auf den Schwarz-Weiß-Fotos ja leider nicht möglich ist. Und hier eben ja, haben wir den grünen Rock mit den schwarzen Stickereien und dazu die schwarze Bluse. So, das war die Ausstellung Trachten um 1900 mit historischen Trachtenbildern des sehr kontroversen Heimatforschers und Fotografen Hans Müller-Braul. Hans Müller-Braul hat diese Fotografien angefertigt, um die damals im Zuge der Industrialisierung schwindende bäuerliche und ländliche Kultur zu dokumentieren und für die Nachwelt zu erhalten, was in der Alltagswelt schon am Verschwinden war. Die Ausstellung war eigentlich bis Ende Januar geplant, aber wir haben uns entschlossen, sie
bis Ostern zu verlängern. Also wer Interesse hat, hat noch Zeit, sich diese schöne Ausstellung anzusehen. Neben dieser Sonderausstellung haben wir natürlich noch viele weitere ständig ausgestellte Exponate, unter anderem zur Vor- und Frühgeschichte in diesem Kreis, dann natürlich zur Klostergeschichte, zur Konvention von Kloster Zeven. Und natürlich gibt es noch viele weitere schöne Details zu entdecken. Ja, also fühlen Sie sich herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Wir haben immer donnerstags und sonntags von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet und freuen uns auf Sie.